Wie erwartet hat Apple iOS 17 Beta 8 für Entwickler und mittlerweile auch die Public Beta für Public Beta Tester veröffentlicht. Und in diesem Video schauen wir uns einmal alle Neuerungen und Änderungen in dieser Version an. Und ich möchte gerne darauf eingehen, wann iOS 17 final für alle erscheinen wird. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS oder iOS Beta Versionen interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro das Update auf iOS 17 Beta 8 einmal etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wie ihr euch mit Sicherheit denken könnt, passiert in den letzten Beta-Versionen von iOS 17 nicht mehr allzu viel. Das heißt, es ist hier hauptsächlich ein Bugfix-Update. Apple hat nochmal ein paar Fehler behoben, an der Akkulaufzeit geschraubt und an der Performance. Das heißt, wir werden hier nicht allzu viele optische Neuerungen mehr sehen, denn diese Version wird sehr wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Version vor dem Release-Candidate und damit auch vor der finalen Version sein. Etwas, was sich aber geändert hat in iOS 17 Beta 8, finden wir in den Einstellungen, wenn ihr dort etwas nach unten scrollt, zu Datenschutz und Sicherheit und hier einmal die Ortungsdienste oben auswählt und erneut einmal ganz nach unten scrollt bis zu den Systemdiensten, die wir hier finden und dort einmal erneut etwas nach unten geht. Denn unter anderem wurde wichtige Orte und auch hier die iPhone-Analyse, Routen und Verkehr und Karten verbessern zurückgesetzt. Heißt, alles wurde wieder aktiviert, auf Werkseinstellungen sozusagen gesetzt, solltet ihr diese Einstellungen deaktiviert haben. Das heißt, checkt das einmal aus, ob ihr das Ganze deaktiviert hattet und ob es eventuell wieder aktiviert wurde. Und wenn ihr diese ganzen Funktionen bzw. diese Ortungsdienste nicht nutzen möchtet, dann könnt ihr sie wieder deaktivieren. Ansonsten gibt es aber keine wirklich sichtbaren oder nennbaren Neuerungen in iOS 17 Beta 8. Daher sprechen wir jetzt einmal über den Release. Und wie ihr seht, aktuell ist hier bei mir Mittwoch, der 30. August. Und die Beta kam am 29. August. Und es wäre gut möglich, dass nächste Woche am 5. September durchaus noch einmal Beta 9 erscheint. Das muss aber nicht zwingend der Fall sein. Es ist auch gut möglich, dass Apple eine Woche aussetzt. Und am 12. September, wenn das Apple-Event ist, das iPhone 15-Event, dann könnte dort der Release-Candidate für Entwickler und Public-Beta-Tester erscheinen. Und dann wäre am 18. September der finale Release von iOS 17. Ich denke, davon können wir stark ausgehen, dass Apple am 18. September das Ganze veröffentlichen wird. Außer es verschiebt sich ein bisschen mit dem ganzen iPhone 15 Release, je nachdem, was Apple da so ankündigen wird, wäre auch der 25. September möglich. Laut aktuellem Stand und wie das so die letzten Jahre verlief, ist es aber sehr wahrscheinlich Montag, der 18. September, wenn iOS 17 final für alle erscheint. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses kurzen Videos zu iOS 17 Beta 8 angekommen. Wie bereits erwähnt, hier hat sich nicht allzu viel verändert. Apple wird mit Sicherheit im Hintergrund ein bisschen noch den Code optimiert haben. Aber im Grunde genommen ist iOS 17 nahezu fertig und daher können wir hier auch keine großen neuen Änderungen mehr erwarten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr doch noch Änderungen gefunden haben, schreibt sie mir unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos rund um iOS 17 kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.